NES-Freunde und NES-Freundinnen, ich zocke alle NES-Games dieser Welt und heute ist dran Ninja Crusaders. Ninja Crusaders am NES. Ich zocke jedes NES-Game mindestens 10 Minuten und falls ihr zum ersten Mal mit dabei seid, habt ihr jetzt die einmalige Gelegenheit zu abonnieren, damit ihr auch auf gar keinen Fall was verpasst. Ich werde schauen, ich versuche so weit wie möglich zu kommen in diesen 10 Minuten. Ich bin gespannt, wie weit ich es schaffe. Ich werde es wohl nicht durchzocken. Ich glaube, die Speedrun-Rekorde sind irgendwo bei 8 Minuten, aber da komme ich nicht annähernd dran. Das weiß ich. Ich habe es ja auch erst ganz kurz mal nur angezockt. So ein bisschen, um die Steuerung zu checken. Die Steuerung ist in der Tat ein bisschen komisch. Nämlich, man kann hier, ich zeige es euch mal kurz, B drücken und runter und dann verwandelt man sich. Und keine Ahnung wofür und wofür das Ganze gut sein soll. Egal, ich verwandle mich wieder zurück. Ich möchte nämlich wieder Ninja sein. Ninja sein ist besser, Skorpion irgendwie. Gut, und sind wir mal fertig hier. Da oben können Sie einen Ninja-Stern pflücken. Ich spiele das Ganze mit Save-Games. Ihr könnt ja mal schauen, wie weit ihr kommt innerhalb von 10 Minuten. Ist gar nicht so einfach. Diese Wurfsterne, die machen nicht allzu viel Schaden. Und ich speichere mich immer ab und zu dazwischen mal. Oh, ja. Komm schon, stirb einfach mal. Einfach mal sterben gehen. So, da, weg mit dir. Ja, die Geschichte ist irgendwie, die Erde wird von Aliens bedroht. Ja, ganz eine neue Geschichte. Und die einzigen, die hier die Erde retten können, sind Ninjas. Warum gerade Ninjas? Ich glaube, die Antwort ist, Ninjas sind halt einfach cool. Jeder mag Ninjas. Vor allem damals, wo das Spiel erschienen ist, ich glaube, das waren auch gerade die Turtles nicht so unbeliebt. So, ich schwimme mal da durch hier. Ah, es gibt nicht irgendwie die große Belohnung für viele Feinde töten. Also versuche ich. Ach, okay. Gestorben. Ich muss hier platt machen hier. Platt. Ah, zu schnell. Ja, die Peitsche ist nicht gerade die beste Waffe. Ich glaube, so der Beste ist einfach nur der Stab. Der hat so null Reichweite, macht dafür Fettschaden. Und ich glaube generell ist so, je mehr Reichweite ein Ding hat, umso weniger Schaden macht es, glaube ich. Das ist so hier circa die Formel. So, da hüpfen wir da runter. Hüpfen, schwimmen wir mal da runter. Fische lassen wir vorbei. Ducken und rauf. Na gut. Der Ninja kann nicht so schnell, der kann fast schon über Wasser gehen. Aber nur fast. So, da weg mit dir. Weg. Wieder Alien-Roboter. Weg. So, da. Tschüss. Das ist jetzt ein bisschen schwieriger. Mal schauen, richtiges Timing ist hier gefragt. Ja. Zufällig. Ich glaube, es war nur Glück. So, da das weggebrezelt hier. Und hier, da stehen da auch. Tschüss. Ah, missverdammter. Okay, gleich weiter von hier. Gehen wir vielleicht unten. Was haben wir hier? Ein Stock. Der Stock ist, glaube ich, ganz gut. Ich weiß nicht, ob der Stock, gut für den ersten Endgegner ist. Der kommt relativ bald. Bin nicht so sicher, ob das praktisch ist. Na, come on! So, komme ich nicht weit in 10 Minuten, wenn ich so weitermache. 4 Minuten sind wir schon. Ah. Ja, ich mache mir in letzter Zeit immer eine Challenge, um zu schauen, wie weit ich schaffe. Ich glaube, das ist für euch interessanter und für mich ist es auch ein bisschen mehr Herausforderung, als einfach nur so das Game zocken. So, machen wir die andere Idee. Machen wir es mal so unten Blatt. Nehmen wir das hier. Speichern wir mal hier kurz, gehen hier rauf. Ah, das war nichts. Schlechtes Timing gewesen. Ja, also der Ninja-Stab ist schon ziemlich gut. Ninja-Stab for life. So, komm, komm, komm. Ja, da kriegt ihr richtig gut Schaden an mir. Ich glaube, ich werde es vielleicht mit dem Wagen zum Endboss. Ja.
Nein, komm an. Na, blöd. Schlecht gemacht. Na, muss echt schnell sein. Ja, jetzt geschafft. Okay, Endboss. Da kommt der Endboss schon. Okay, vielleicht ist der Minestab für den Endboss nicht das Beste. Ob das jetzt nicht vielleicht ein Fehler war, den Minestab dazu nehmen. Werden wir sehen. Schauen wir mal. Wow, okay. Der richtet echt viel Schaden an. Ich habe es mal mit der Peitsche versucht. Da braucht man sicherlich 10 Treffer. Gut, da hat sich der Ninja-Stab definitiv ausgezahlt. Gut, dann wir hier weiter. Ich muss unten gehen. Ich muss unten gehen. Ich habe vergessen, ich muss unten gehen. Da oben gibt es noch irgendeinen Dreck. Nehmen wir uns hier das Feld. Da können wir irgendwie weiterschießen. Weiß nicht, vielleicht könnten wir es auch mit dem Ninja-Stab machen. Ziemlich sicher sogar. Aber das ist einfach nur so. Sound bei dem Spiel übrigens sehr gut. Steuerung funktioniert auch echt gut. Gibt's nichts zu meckern. Nichts zu meckern da. Steuerung ist super fein. Wenn ich da einen Fehler mache, habe ich nie das Gefühl, dass es an der Steuerung liegt, sondern immer an mir. Das Allerwichtigste bei Games finde ich. Gute Steuerung. Besser als gute Grafik, besser als alles andere. Weil was bringt das ganze Game, wenn ich es nicht steuern lassen kann? Ja, ja. Also weiter. Noch mehr Blatt machen. Ich weiß, ich muss die wahrscheinlich gar nicht alle Blatt machen, aber das ist jetzt ein bisschen heikel hier. Come on. So, da viel weiter, das ist auch noch nicht gespielt, glaube ich. Mal schauen, wie weit ich noch komme. Wir sind hier bei 7 Minuten. Ja, das war jetzt einfach ein Controller-Hacker. So, komm her. Stirb, du Fledermaus. Alien-Fledermaus. Die Alien-Fledermaus natürlich. Nicht normale Fledermaus, sondern natürlich Alien-Fledermaus hier. Komm, schieß ihn an. Ab. Nicht noch nicht. Alter, wo müssen wir uns jetzt mit Fledermaus? Natürlich auch nicht. Weg. Komm, Leute, ihr habt keine Zeit für. Sterben habe ich natürlich auch keine Zeit. Also, wie fliege ich da runter auch noch? So, aber. Fledermaus. Ah, wieso krieg ich da jetzt sogar die Fledermaus? Das ist ja Jammer. Komm, Fledermaus. Hier ein bisschen sterben. Weiter. Spritzen mit. Kann ich da unten eigentlich vielleicht durchgehen? Einfach. Ich glaube nicht so gut. So besser. Das da fertig machen. Ja, der Ninja-Stern. Nein, der hat halt echt keine Power. Und die Respawn, die ging ja instant. Dieses schnelle Respawn von den Gegnern, das nervt ein bisschen. Aber das Problem hat man ja oftmals bei NES Games. So, da sind wir 8 Minuten, das Level schaffe ich noch, sag ich mal. Was ist denn das hier? Was gibt es denn hier? Ist irgendwas zum Einsammeln hier? Was ist das? Ah, zu gierig gewesen. Ah, das ist die Peitsche. Na, ist auch nicht viel besser, aber vielleicht noch eine Spur mehr Power als der Ninja-Stern. Na, komm mal. Ah, der Ninja-Stern bringt halt. Ach, der ist wirklich schlecht. Man sollte, glaube ich, einfach beim Stopp bleiben. Auch wenn der keine Reichweite hat, aber der macht wenigstens Schaden. Ist auch bei den Speedruns gesehen, die ich mir angesehen habe, die sind alle mit Stopp unterwegs. Sehr gut, Fledermaus, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, du Fledermaus. Komm an! Wow, gerade noch weggebrezelt, das Zeug. Was haben wir hier? Stage 2-2. Aha. Gehen wir oben. Soweit es möglich ist. Ah, da schießt einer.
weg, 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 weg. Was ist das für einer? Egal, brauchen wir nicht, oder? Kommt der runter auch wieder? Nein, der ist weggeflogen für immer. So, Fischi, auf Wiedersehen, Fischi. Warum sind da zwei Ninja-Sterne? Bringt mir das irgendwas? Keine Ahnung. Vielleicht sollte ich mich auch öfters mal verwandeln, ich weiß es nicht. Ob das irgendwas bringt, das verwandeln. Geh weg, da stirb. Come on. Fisch weg. Ach, der hat mich weggebrezelt. Come on. Ah ja. Ducken, decken, dribbeln, dodgen. Ah, die 10 Minuten sind um. Die 10 Minuten sind um. Eieieiei. Ich schaue mir noch ganz kurz ein bisschen bis zum nächsten Tod. Bis zum nächsten Tod spiele ich noch. Bis zum nächsten Tod spiele ich noch. Bis zum nächsten Tod. Ah, das war's. Okay, Leute. Das war Ninja Crusaders. NES hat mich gefreut, dass ihr mit dabei wart. Ich verlinke euch gleich mal noch ein cooles NES-Game. Könnt ihr gleich weiterschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.